Henry, hast du dir wehgetan? Du hast mein Häschen gar nicht geholt. Na und? Das ist sowieso alles nur deine Schuld. Meine Schuld? Aber du hast mich doch hier runtergejagt. Du hast mich dazu gezwungen. Und natürlich bist du schuld. Seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, bist du an allem schuld. Aber ich war doch ein süßes Baby. Nein, du warst furchtbar und ich habe alles versucht, um dich loszuwerden. Ich habe wirklich alles versucht. Aber jedes Mal, wenn ich eine super Idee hatte, bekam ich Ärger. Nur wegen dir. Aber ich war doch immer brav und hab doch gar nichts gemacht. Doch, hast du schon, Zwerg. Du bist auf die Welt gekommen. Da kann ich doch nichts dafür. Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Ich mach mich jetzt aus dem Staub. Nein, Henry, du kannst mich doch hier nicht allein lassen. Doch, kann ich schon. Ich grab mir jetzt einfach einen Tunnel. Blöder Löffel. Au! Gut, jetzt reicht's mir. So klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. So gemein, Henry. Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama. Sieh, da. Böser Wauwau. Du hast mich gerettet. Du bist mein Held. Ich hab dich nie gerettet. Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! Wollt ihr wissen, wie lange ich schon hier bin? Seit gestern. Und heute Morgen haben sie mein Frühstück vergessen. Ich will jetzt endlich frühstücken. Nein! Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag. Aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich habe sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Oh. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir
schon wieder was nicht. Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. It's so easy being me, I'm Ich wünsche mir eine galaktische Schleimpistole. Die muss unbedingt sein. Oh, und noch einen Bum-Bum-Zerstörer. Tja, Hier, das ist für dich, Weihnachtsmann. Oh, vielen Dank, junger Mann. Das ist wirklich nett von dir. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Lexikon, verschiedene Samen, ein Geometrieset und... Briefmarken bitte. Keine Spielsachen. Ich hab schon so viel. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Geschenken? Nun, ich denke darüber nach. Super. Wenn Erwachsene sagen, sie denken darüber nach, dann heißt das immer ja. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie! Die Tür war offen, also dachten wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine kriege ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder! Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Knappe, du Zwerg!
Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erstmal abwarten. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrott? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich sehe nichts. Tscha, 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 tscha. Tscha, tscha, tscha. Tscha, tscha, tscha. Tscha, tscha, tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was? Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5. Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die machten mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will nur wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhab? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Ah, eine Spinne!
Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Perfekt! It's so easy being me. I'm Horn Henry. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andy. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Oh, Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Uah! Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo einer trinken darf. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. Nichtschwimmerseite. Das ist dann wohl die Seite der totalen Verlierer. Was ist denn mit dir los? Ich freue mich einfach, dass ich endlich schwimmen lerne. Hey, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Ich halte auch schon nach, du weißt schon, dem Hai. Dem Hai? Das ist es! Genau! Andy, wegen dem Hai, da gibt es was Neues. Erst in die Kanalisation entwischt. Nein! Doch, also schwimmt er wahrscheinlich durch die Wasserleitung bis hierher und versteckt sich im Tiefen. Nein! Doch! Aber sag es keinem. So, stellt euch alle auf. Darf ich's nicht mal Jonathan sagen? Na gut. Jonathan kann Geheimnisse für sich behalten. Für ungefähr 5 Sekunden. Was ist los? Heute gibt's Abzeichen. Warum schwimmt denn noch keiner von euch? Wir wollen nicht schwimmen. Und wir wollen auch nicht von einem Hai gefressen werden.
Von einem Hai gefressen? Wenn ihr nicht gleich ins Becken springt und schwimmt, passiert noch was Schlimmeres. Ich mein's ernst. Schwimmt! Ich hab Ihnen gesagt, dass es nur ein dummes Gerücht ist. Hat jemand meine zweite Flosse gesehen? Jetzt schwimmt endlich! Na los! Ja, und passt auf den Hai auf. Henry, hör auf! Es glaubt dir ja doch keiner, dass da ein Hai im Wasser ist. Ach nein? Und was ist dann das?